Denn Cordula ist auch oder war damals die erste Ausbildungskapitänin, weibliche Ausbildungskapitänin bei Lufthansa. Und das macht sie mittlerweile seit 11 Jahren. Und auf das Thema Ausbildung werden wir heute auch noch mal näher zurückkommen. Heute in der Krise engagiert sie sich derzeit mit einem Programm, das heißt Care for Pilots, also wirklich da sein füreinander und auch Menschen zu unterstützen, damit sie durch diese Krise durchkommen. Ja, Leyla Belasri, seit 15 Jahren First Officer auf der Airbus Kurzstreckenflotte, damals die jüngste Pilotin im Lehrgang, jung natürlich auch noch heute, aber das sind sie beide. Kindheitstraum auch hier durch die Pilotenausbildung verwirklicht und ihren Beruf eine Berufung und pure Leidenschaft. Wir haben jetzt mehrmals in der Woche schon darüber gesprochen, dass der Faktor Mensch in der Luftfahrt einen großen Einfluss hat. Und auch wir in der Luftfahrt mussten auf die harte Tour lernen in den 90er Jahren, als es hieß, der Faktor Mensch ist die Hauptursache aller Flugunfälle. Wir haben hart daran gearbeitet und haben, glaube ich, heute und können das mit Überzeugung sagen, aus dem Risikofaktor den Sicherheitsfaktor Mensch gemacht und haben heute auch das sicherste Verkehrsmittel, die Luftfahrt. Es gibt nur den Personenaufzug, Entschuldigung, der tatsächlich sicherer ist als das Fliegen. Aber zurück zur Faszination Luftfahrt und Cockpit. Jetzt kenne ich die beiden schon seit Jahren und seitdem ich sie kenne, haben sie das Strahlen auf ihrem Gesicht, wenn es ums Cockpit geht, wenn es ums Fliegen geht. Sie strahlen ja beide schon wieder. Daher gleich mal die erste Frage, dass wir uns ein bisschen locker werden. Was macht denn euren Beruf so besonders? Ja, deine Worte, die du gerade mit denen du eingeleitet hast, dieses You're cleared for takeoff, also jedes Mal die Faszination Fliegen, also jedes Mal die Begeisterung, wie in meinem Fall 90 Tonnen, in anderen Fällen 300 Tonnen, ist immer wieder souverän und sicher in die Luft schaffen, unterschiedlichste Flugplätze dieser Welt anzufliegen, auf schwierigen Plätzen zu landen, auf kurzen Bahnen zu landen, bei Sturm in Sturmsituationen zu landen und sich immer wieder dann zu denken, okay, das ist der Flieger, das Gewicht, die Menschen, das habe ich geschafft, das bin ich. Diese fliegerische Fertigkeit, das ist das eine, was mich bis heute immer wieder fasziniert. Und ich bin Frankfurterin und immer wieder, wenn ich im Straßenverkehr unterwegs bin und ich sehe einen Flieger, dann zaubert das ein Lächeln in meinem Gesicht. Das bleibt. Und das andere ist die Tatsache, dass eigentlich die Welt mein Zuhause ist. Und ich liebe es, aus dem Koffer zu leben und ich liebe es, Kulturen kennenzulernen und ich liebe es, mein Cappuccino nicht unbedingt immer in Frankfurt zu trinken, obwohl es meine Heimat ist. Und das Dritte, und das hängt so ein bisschen mit der Thematik heute zusammen, dieser exklusive Arbeitsplatz. Ich glaube, wir haben das schönste Kleinraumbüro, das man sich vorstellen kann. Wir haben 365 Tage Sonnengarantie. Ich durfte 15 Jahre lang atemberaubende Sonnenaufgänge und Untergänge erleben, faszinierende Wolkenbildung und das nur in Europa. Ne? Und da bietet die Welt viel mehr. Und die Zusammenarbeit, diese Interaktion auf hochprofessioneller Ebene und trotzdem macht es Spaß, weil ich sehe meine Arbeit nicht als Arbeit, sondern wirklich, ich verbinde Hobby, Leidenschaft damit, dass ich am Ende des Monats auch noch Geld dafür bekomme. So, das ist... Jetzt hatte ich ja gestern bei David Beere schon unheimlich viel Gänsehaut, aber gerade wieder, du hast mich auch erinnert, also ich meine, das Fliegen 170 Mal im Flugzeug zu sitzen, zumindest geschäftlich, geht mir jetzt auch nicht ab. Aber der Geruch, ja, auch mal bei euch reinzuschnuppern ins Cockpit, ja, die Kollegen, Kolleginnen, es geht einen schon ab. Also insofern verstehe ich das total und zumindest hast du mir gerade wieder das Gefühl gegeben, ja, in einem Flugzeug zu sitzen. Ja, erstmal und deine dafür. Augen funkeln. Ja, sie funkeln. Ja. Und es liegt natürlich an der Fliegerei, yes. Klar, und dass ihr da seid. Cordula, vielleicht auch an dich die Frage, was macht denn für dich den Beruf so besonders? Also eigentlich kann ich alles unterstreichen, was du gesagt hast, Leyla. Und ich möchte noch einen Punkt hinzufügen, der Faktor Mensch wieder mal. Dieses Team, was wir führen dürfen, über den Wolken, jedes Mal wieder neu, immer wieder andere Crew-Zusammenstellungen und immer wieder die Herausforderungen auch an Bord. Also ich sag, jeder Flug ist ein Präzedenzfall. Also wir planen zwar von A nach B zu fliegen und irgendwie ist klar, wie die Abläufe sind, aber auf jedem Flug passiert irgendwas, womit ich nicht gerechnet habe, vielleicht in dem Moment. Und es ist super spannend, das immer wieder mit einem neuen Team zu schaffen, diesen Flug sicher zu Ende zu bringen. Jetzt ist das für mich immer so eine spannende Frage, die ich auch Ärzten häufig stelle. Ist denn die Arbeit jetzt wirklich Routine oder passiert dann doch so viel, dass es sich zwar als Routine anfühlt, aber eigentlich kann es gar nie immer Routine sein? Wie ist das für euch? Ist das für euch Routine oder ist es eigentlich doch schon, wie ihr es auch schon ein bisschen angeklungen habt, jeder Flug ist anders und hat immer wieder so die eine oder andere Herausforderung. Wie ist das für euch? Also die Routine ist die Basis, so der Grundstein, den wir brauchen, das Gerüst, um unsere Arbeit zu machen. Und je mehr Routine da ist, je mehr ja,
Peripherie und Blickwinkel hat man für alles drumherum, was da dazukommt. Und ja, das ist wirklich jedes Mal einzigartig neu. Das macht so aus bei diesem Beruf. Wirklich, jeder Flug ist anders und neu. Und vor allen Dingen jede Landung. Also ich meine, für uns beide ist Frankfurt der Heimatflughafen. Jetzt könnte man meinen, naja, jetzt bist du 10-mal weich gelandet, jetzt rufst du das die nächsten 30 Jahre ab. So same, same, aber ist nicht same, same. Es ist immer wieder in einem anderen Team, in einem anderen Flugzeug, mit einem anderen Gewicht, in einer anderen Umgebung, in einer anderen Verfassung. Und das macht es so spannend. Und genau irgendwie der Punkt, wir können verdammt viel antizipieren und wir sind richtig gut ausgebildet und vorbereitet, aber wir haben nicht die Glaskugel. Und das fasziniert mich. Also, dass wir mit unserem ganzen Know-how jedes Mal aufs Neue so eine Art Komplexität navigieren dürfen. Und da wir uns unserer Fertigkeiten und Fähigkeiten bewusst sind, klappt das ganz gut. Und das macht für mich den Reiz an dieser Tätigkeit zusätzlich aus. Vielleicht bleiben wir dabei, weil jetzt hast du ja gesagt, Kurzstrecke, also vor Corona ist es ja schon so, wenn du so eine 5-Tages-Tour fliegst, fliegst du ja häufig deinen Heimatflughafen Frankfurt an. Auf der Langstrecke, die Gordula landet mit ihrem 350 immer wieder in München, zumindest einmal von den 2 Flügen. Erlebt ihr denn das auch, dass dann Leute vielleicht manchmal sagen, ja, das ist jetzt Frankfurt. Also ist es ein Unterschied, wenn ich heute, keine Ahnung, Bilbao oder Innsbruck natürlich herausfordernd ist oder New York, versus den Heimatflughafen, oder sagt, es spielt gar keine Rolle, ob ich da 100-mal schon hingeflogen bin, da das erste Mal. Auf jeden Flug muss ich mich zu 100% vorbereiten und zu 100% an die Vorgaben, Procedures, Checklisten halten. Da gibt es keine Ausnahme. Gerade da, auch mit diesem Bewusstsein, was du gerade sagst, dass wir unsere Heimatflughäfen haben, die wir immer wieder anfliegen, müssen wir gerade da besonders vorsichtig sein und gucken, immer wieder ganz genau mit der passenden Demut diesen Flughafen anfliegen und uns genauso gut vorbereiten wie auf die anderen Flugplätze. Weil das natürlich auch verleitet, um zu sagen, naja, kennen wir schon, ne? Aber machen wir eben gerade nicht. Und da kommt ja dieser Faktor Mensch ins Spiel. Ich meine, weil unser Gehirn ist ja in der Regel faul und möchte effizient arbeiten und auch das Gehirn eines Piloten. Und sich da wirklich, also ich erinnere mich da an Flüge, dass man insbesondere nach langen Arbeitstagen, und jetzt geht es so Richtung Heimat, Flughafen, und du hast das Gefühl, die letzte Landung und dann Feierabend, dass man sich dann nochmal dran erinnert, auch das ist eine Herausforderung. Auch das können wir nicht, ist eine Landung, die bedarf 100%iger Konzentration, die bedarf einer Zusammenarbeit und das gilt es zu meistern. Aber das ist eine Aufgabe, die wir jedes Mal zu bewerkstelligen haben, da nicht reinzufallen in die Complacency. Jetzt zeichnet ja unsere Industrie schon auch aus, dass wir eine sehr gute Personalauswahl machen. Gerade bei euch als Piloten, die ist sehr aufwendig, bestehen auch nur wenig Menschen. Man achtet sehr auf die Persönlichkeit und auf gewisse Grundlagen. Dann kommen in der Ausbildung die Ausbildung in den 3 Kompetenzen, technisch, prozedural, interpersonell dazu. Und dann Training, Training, Training und nochmal Training. Ja? Und bevor wir jedes Crewmitglied auf Strecke schicken, müssen auch alle Kompetenzen vorhanden sein. Was aber spannend ist, dass wir schon, oder ihr werdet ja auf den Tag X vorbereitet, den 99,9% wahrscheinlich nie erleben werden. Aber wenn er eintritt, dann seid ihr vorbereitet. Ja, das wisst ihr auch, da kann man sich auch drauf verlassen. Jetzt die Frage an euch. Zum einen, wie wichtig sind wirklich der Mix aus diesen 3 Kompetenzen, technisch, prozedural, interpersonell? Und zum anderen, können wirklich auch alle Situationen simuliert oder trainiert werden? Also zu den 3 Kompetenzen, du hast die prozedurale, die technische und die interpersonelle gerade angesprochen. Und ich würde das gerne skizzieren. Was ist eigentlich die Grundlage unserer Sicherheitskultur? Wenn wir uns ein Flugzeug vorstellen und jetzt mal die technische Kompetenz eine Tragfläche, die linke, darstellen lassen, die prozedurale Kompetenz die rechte Tragfläche, dann haben wir noch das elendlange Ding, das Bindeglied, nämlich unsere Zelle. Und das sind diese interpersonellen Kompetenzen. Da draußen heißt das oft Soft Skills. Ich finde, das ist ein absolut falsch gewählter Begriff, weil es ist die Grundlage dafür, dass wir am Ende des Tages sicher ankommen, entweder an der Destination, ist uns übrigens nicht wichtig. Hauptsache, wir kommen an einem Flugplatz mit Asphalt sicher an und es können alle sicher aussteigen. Das ist so unsere Voraussetzung. Und diese interpersonellen Kompetenzen, die schulen wir ja. Du hast es vorhin angesprochen, seit 93 bei Lufthansa, seit 2000 müsste es verpflichtend sein in Europa für alle Carrier. Und wenn man sich die Bilanz der Vorfälle und der Unfälle die letzten Jahrzehnte anschaut, 2017 hatten wir das sicherste Jahr in der zivilen Luftfahrt. Und das ist nicht darauf zurückzuführen, dass wir cleverer geworden sind. Die Maschinen waren schon immer sicher. Aber die Maschinen sind das schon seit den 80er Jahren. Und in unseren Flugzeugen sind redundante Systeme
verbaut. Und durch die interpersonellen Kompetenzen schaffen wir unsere Redundanz. Es gibt so einen Spruch im Cockpit, wir gucken uns an, spätestens bevor wir abheben und diese Teambildungssituation haben, du bist meine Lebensversicherung und ich bin deine und wir passen aufeinander auf. Und das meinen wir wortwörtlich. Und das ist für mich interpersonelle Kompetenz, damit wir am Tag X sollte uns der Tag X ereilen, dieses, ich sag mal, die Black Swan-Situation, etwas, was wir nicht trainiert haben oder etwas, was wir nur annähernd trainiert haben, dann souverän zu reagieren. Dann stelle ich gerade gleich mal, ihr bietet mir ja so schöne Vorlagen, aber gerade mal die Frage, bevor wir, was kann alles trainiert werden, besprechen. Cordula, jetzt ist ja die Laila, natürlich hat sie Erfahrung, ja, aber unheimlich reflektiert. Ja. Also sie erzählt ja alles quasi wie aus dem Bilderbuch, aber auch mit einer Authentizität, ja, wie man es gar nicht besser sich vorstellen kann. Jetzt bist du seit 30 Jahren dabei. So jemand wie Laila, hat es das auch vor 30 Jahren schon gegeben oder ist das jetzt auch die neue Generation oder ist das der Effekt des jahrelangen harten Trainings? Sowas wie Laila hat es vor 30 Jahren natürlich nicht gegeben, weil es ist wirklich, ich würde mich freuen, wenn wir mal endlich auch zusammen fliegen. Ja. Definitiv, das harte Training hat aber auch eine Veränderung gebracht. Ja? Du sagst, der Korpus, dieses Interpersonelle. Und ich bin ja Ausbildungskapitänin und es ist so, dass wir unser Training auch verändert haben. Wir können eben nicht jede Situation im Simulator üben, weil es wird immer irgendetwas geben, was wir noch nicht trainiert haben. Aber wir ändern unser Training jetzt dahingehend, dass wir sagen, wir schulen Kompetenzen, interpersonelle Kompetenzen, aber auch Technical Procedural Competencies, die uns dahin bringen, dass wir im Grunde in den Simulator gehen und alles covern können. Ja? Also wenn ich den zweiten Tag mit meinen Kollegen im Simulator hatte, ich hatte jetzt selber meine Prüfung, habe ich dann zu meinem Kollegen gesagt, mach einfach, ja? Lass dir was einfallen. Weil covern muss ich alles können und die Art und Weise, wie wir trainieren, bringt uns dazu, dass wir uns auf alles einlassen können. Aber dieses Gerüst und diese Sicherheit, die ist wirklich erst in den letzten, ich würde sagen, 10 Jahren nochmal manifestiert worden, dass der Pilot sich wirklich gut fühlt und man darüber spricht, dass man sich austauscht. Ja, diese Lebensversicherung, das ist so in unsere Köpfe eingedrungen, dass wir im Cockpit das auch wirklich leben. Ja. Dann vielleicht nochmal zur Frage davor. Können wirklich alle Situationen des Alltags trainiert werden? Nein. Können nicht abgebildet werden. Nein. Aber das ist ja auch nicht, ich meine, ich finde, Cordula hat so schön gesagt, die Zielsetzung ist es ja nicht. Die Zielsetzung ist es, diese Kompetenzen zu schulen. Du hast vorhin die Personalauswahl angesprochen. Die stellt ja sicher, dass wir das Potenzial, sage ich mal so schön, also wie so ein Blumenstrauß mitbringen. Und jetzt gilt es, das aber trotzdem permanent zu schulen. Und wir schulen, weil durch Selbstreflexion, indem wir in unseren Trainings Bewusstsein schärfen, indem wir in unseren Simulator-Trainings Feedback bekommen, ganz konkretes Feedback, kein blub, 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 du hast eine gute Leistung erbracht, sondern das und das hat mir konkret gut gefallen, an der Stelle habe ich einen Tipp für dich. Und so kontinuierlich wachsen können. Und Sullenberger hat damals in einer seiner vielen Interviews gesagt, er hat sich sein Leben lang auf diesen möglichen Tag X vorbereitet, an dem eine Lufthansa in unserem Fall oder andere Airlines, sie können nicht alles covern durch unser Training, aber sie können uns schulen, in den Kompetenzen und vor allen Dingen in der Selbstwirksamkeit. Also wirklich zu wissen, in der Resilienz, ich schiebe die Gase nach vorne, wir gehen jetzt airborne, komme was wolle. Wir kriegen das irgendwie als Team hin. Und jetzt hast du ja auch schon gesagt, diese Selbstreflexion, auch der Simulator, klar, da gibt es Debriefings, da sitzt dann die Cordula und greift nochmal alles auf, als Ausbildnerin auch. Wie häufig reflektiert ihr euch jetzt nicht nur im Simulator, sondern nach einem Flug? Wie kann ich mir das vorstellen? Sagt ihr, hey, jeden Tag denke ich nochmal, oder nach jedem Flug denke ich sogar drüber nach. Wie schaut das bei euch aus, Thema Selbstreflexion? Also auf Langstrecke ganz sicher, nach jedem Flug, klar. So ein Flugereignis ist lang und es passiert viel. Und da nimmt man sich immer nochmal die Zeit zu reflektieren mit seinen Kollegen und fragt, Mensch, wie lief es heute? Könnten wir was besser machen können? Was können wir daraus lernen, aus dem, was wir erlebt haben, ja? Ja, und also ich erlebe, das ist genauso. Ich würde fast behaupten, wir haben eine Feedback-Kultur im Cockpit. Ja. Müssen das nicht explizit ansprechen, sondern ich würde das eher so als ein Action-Review. Man ist gelandet auf dem Weg ins Hotel, im Crewbus oder noch im Cockpit, während die Gäste aussteigen, schaut man sich in die Augen und fragt, hätten wir was besser machen können? Weil letztendlich so ein Arbeitstag kann ja mal 12 Stunden umfassen. Und wie gesagt, wir können nicht alles antizipieren. Und ich finde, am Ende des Tages innezuhalten und sich durchaus auch mal auf die Schulter zu klopfen. Und das ist eine Sache, die ich auch erst die letzten Jahre gelernt habe, die durch Training verschärft wurde. Zu sagen, hey, das war ein guter Tag,
eine gute Leistung. Wir hatten ganz viele Unwägbarkeiten, aber okay, wir haben das Beste draus gemacht, eine halbe Stunde spät gelandet und Feierabend, aber wir sind safe dort, wo wir sein wollen. Das ist erst diese Kultur, dieses auch mal stärken und benennen, das ist die letzten Jahre durch das gute Training, muss ich sagen, entstanden. Durch dieses noch mehr auf die interpersonellen Kompetenzen den Schwerpunkt legen. Die zwei Punkte würde ich auch unterstreichen wollen. Einmal man kann auch mal sagen, dass man was gut gemacht hat. Das erlebe ich natürlich ganz viel im Simulator, wenn ich im Debriefing mit meinen Kollegen darüber spreche und sie fragt, na Mensch, und wie ist es gelaufen? Ne? Und dann hört man nochmal so, ja, aber hey, und ich zeige euch jetzt mal, was ihr alles gut gemacht habt und warum ihr es gut gemacht habt. Dafür haben wir Kompetenzen und Indicators, Behavioral Indicators, wie wir sie nennen, entwickelt, mit denen wir wirklich ganz klar zeigen können, boah, und deswegen war das so gut, ja, weil du hast das und das gemacht und hier ist sogar festgeschrieben, dass das zu unseren Bestandteilen gehört, die wir gut machen sollen. Und der zweite Punkt ist Fehlerkultur. Für uns ist es einfach völlig normal, dass wir Fehler machen. Und die Lebensversicherung unterstützt uns, unseres Kollegen, dass wir sie aufdecken. Also es ist nicht so, wir müssen nicht darüber reden, ob wir Fehler machen, sondern wir wissen, dass wir welche machen, weil wir Menschen sind und helfen uns einfach nur, damit umzugehen. Ja. Ein Fehlermanagement ist es sehr. Richtig, ja. Und ich habe im Training einen ganz genialen Satz mitgeteilt bekommen, der so immer mitschwingt, ne? Begrüße den Fehler als Freund, aber lade diesen nicht zum Cocktail ein. Ja. Schön. Also make the best out of it. Also zu sagen, okay, ist heute so und so, das und das ist nicht gut gelaufen, was können wir was mitnehmen oder lag es wirklich einfach nur an unserer körperlichen Verfassung und auch das sich mal einzugestehen, aber zu benennen, um es halt morgen anders zu machen, um morgen was auch immer, vielleicht ausgeschlafen an den Dienst zu gehen oder verschärft zu nappen oder, aber auf jeden Fall da in eine Gegenmaßnahme zu gehen. Ja. Und das, finde ich, leben wir sehr aktiv. Und das ist aber Arbeit. Also das kann keine Lufthansa vorgeben. Eine Lufthansa oder eine andere Airline gibt sozusagen einen Rahmen vor. Das nennt sich halt Sicherheitskultur. Und wir sind die Träger. Und wir sind das Ganze, die das mit Leben füllen. Ja. Über viele Jahre hinweg. Ja, absolut. Ja. Vielleicht bleiben wir da nochmal, gerade bei dem Training auch nochmal. Was viele ja nicht wissen, ihr müsst ja mehrmals regelmäßig in den Simulator. Wir tun bei Lufthansa auch mehr, als gesetzlich gefordert ist. Was aber viele nicht wissen, dass wenn du durch den Simulator durchfällst, also die Prüfung unter Anführungszeichen nicht bestehst, dann hast du eine zweite Chance und wenn du sie wieder nicht bestehst, dann war das ja auf gut Deutsch mit der Karriere bei der Lufthansa. Wie geht ihr denn in den Simulator rein mit dem Druck, ja, dass also diese Prüfung auch zu einem Ende der Karriere führen kann? Und vor allem den eigenen Druck. Du hast gerade gesagt, begrüße den Fehler, Fehler passieren. Am Anfang werdet ihr ja wahrscheinlich auch reingegangen sein, ich mache keinen Fehler, ich will es den anderen beweisen, ich will es mir beweisen. Wie geht es euch heute mit der Erfahrung, die ihr habt? Ist es ein Druck, der Simulator, und wie geht ihr damit um, vielleicht auch mal beim Simulator es nicht zu bestehen? Die Quote derjenigen, die nicht besteht, liegt im Promillebereich. Korrigiere mich, Cordula, wenn das falsch ist. Also wirklich Promillebereich. Und ich fixiere weder im echten Leben draußen im Flugzeug noch im Simulator den Misserfolg. Also und Fehler ist nicht Misserfolg. Also und der Fehler als solches führt ja nicht unmittelbar zu einem Absturz eines Fliegers. Ne? Das ist immer eine Verkettung und das ist nicht nur der Fehler, sondern auch die Bedrohung. So. Das ist immer die Ausgangslage. Und um deine Frage jetzt konkret zu beantworten, ich würde nicht ohne Vorbereitung in einen Simulator gehen, aber ich gehe auch nicht unvorbereitet in der Regel auf einen Flug. Also ich habe ein grobes Mindset, also was es für ein Wetter erwartet mich, kenne ich den Flugplatz, kenne ich ihn nicht, wenn ja, gibt es Highlights. Also dass ich dieses proper preparation prevents poor performance, gilt ein Leben lang. Und an meinem ersten Tag an der Flugschule, oder wir alle im Lehrgang haben den Hinweis bekommen, naja, Ladies and Gentlemen, Pilotendasein ist Prüfung lebenslänglich. Was ich aber im Laufe der Ausbildung gelernt habe, Prüfung lebenslänglich heißt Lernen lebenslänglich und Wachstum lebenslänglich. Und dafür bin ich dankbar, dass wir nicht den perfekten Flug und auch nicht den fehlerfreien Simulator. Ich habe keinen fehlerfreien Simulator bisher erlebt. Das ist ja, wo fängt der Fehler an? Das Eindrehen einer Frequenz, das falsche Eindrehen, das ist auch schon ein Fehler. Aber ich bin rausgegangen jedes Mal aus dem Flug und aus dem Simulator und habe was gelernt. Und unsere Ausbilder wollen uns ja nicht in eine Ecke drängen, sondern sie wollen, dass wir was mitnehmen. Und selbst wenn mal, ich sag mal, nehmen wir mal einen Klassiker, jeder Pilot muss beherrschen in der kritischsten Situation, also praktisch zum Abhebezeitpunkt, ein Engine Failure, also einen Triebwerksausfall zu recovern, ne? Also zu verhindern, dass die Asymmetrie dazu führt, dass wir abstürzen. So. Das kann mal
prozedural weniger gut laufen, würde aber nicht bedeuten, dass man prompt durchfällt. Man kriegt die Chance, sich kurz zu setteln, zu resetten und es wieder gut zu machen. Und genau nach dem Kriterium sind wir ja ausgesucht worden. Es läuft nicht gut, also resette dich mal kurz, fokussiere dich und probier es nochmal. Und das ist meine, und ich glaube, da spreche ich für viele Piloten, die Ideologie, mit der wir trainieren. Hilfreich ist natürlich einfach auch, wie man in den Simulator geht. Wieder, ich verwende gern das Wort Demut, sich bewusst zu machen, dass man Fehler macht. Und auch als ich jetzt meine Prüfung hatte, also so viel Prüfung, wie ich selber abnehme, so bin ich trotzdem auch aufgeregt, wenn ich selber in den Simulator muss, weil ich möchte es ja gut machen. Und im Grunde habe ich mich dabei ertappt, in den Simulator zu gehen und zu sagen, naja, Cordula, du nimmst jetzt hervor, es super hinzukriegen und alles perfekt zu machen, was man grundsätzlich eh nicht schafft, aber du weißt doch, du wirst Fehler machen. Und jetzt guck einfach mal, wie es läuft. Und mit der Einstellung, das hat mir geholfen, da offen zu sein für die Herausforderung, was auch immer da kommt, und hinterher dann zu besprechen. Und oftmals sind ja diese Fehler, die passieren, dann auch Dinge, die die Leute wachsen lassen. Ja? Also je nachdem, wie ich sie aufarbeite. Und das hängt natürlich sehr von jedem Einzelnen ab und von den Ausbildern natürlich, die die Kollegen schulen. Und das ist ja auch gerade ein wichtiger Punkt, den du sagst. Die Simulation selber hängt natürlich vom Team ab. Ja? Ja. Das ist ja auch nicht so, dass ihr immer wisst, wer da neben euch sitzt. Genau. Genauso wie im Flug auch. Wir rotieren ja da sehr stark. Aber es hängt auch von dem Ausbilder oder Ausbilderin zusammen, wie gut der Simulator läuft, wie die Atmosphäre ist. Was nimmst du dir denn immer vor? Oder wie sieht denn bei dir so eine Atmosphäre in der Simulation aus? Streng hierarchisch oder Chefin, ich bin die Ausbilderin oder eher locker? Wie sieht das bei dir im Simulator aus? Also ich nehme mir vor, wenn ich in das Simulator-Briefing gehe mit meinen Kollegen, weil es sind ja immer wieder neue Kollegen, die ich nicht kenne und sie kennen mich auch nicht, dass ich ihnen bewusst, dass ich es schaffe, wir nennen das sie sedieren, ja, das aus der Medizin passt das ja ganz gut. Wir sedieren unsere Kollegen in der Form, dass wir, ich gebe ihnen das Gefühl, ich bin hier für sie heute. Ich bin hier für sie heute, nehme mir diese 4 Stunden Zeit im Simulator, sie genau zu beobachten, um ihnen hinterher Rückmeldung zu geben, um ihnen bewusst zu machen, wie viele Dinge sie gut machen. Und das sage ich ihnen auch ganz bewusst schon im Briefing, dass mein Fokus darauf ist, ja. Und alles andere wird dann im Detail besprochen und so beende ich dann auch den Simulator, wenn ich dann im Debriefing bin. Aber das ist mein Fokus, Ihnen das zu zeigen. Ich bin heute für euch da und ich möchte euch Rückmeldung geben über eure gute Arbeit. Und wenn mal was nicht läuft, dann können wir es wiederholen. Ihr könnt es sagen, ihr wollt es nochmal machen oder ich nehme den Raum raus und sage, Mensch, lasst uns das nochmal machen, sodass es ein Wir ist. Und das Gefühl versuche ich zu vermitteln in der Stunde Briefing. Wenn ich da ergänzen darf, genau dieses Gefühl, das Cordula anspricht, setzt sich ja dann auch in den Flügen fort. Also das ist ja letztendlich das, was ihr in Atmosphäre schafft, bevor der Simulator beginnt, gilt es ja auch irgendwie zu schaffen, bevor wir wirklich unsere Gashebel nach vorne schieben. Damit wir eine Grundlage haben, weil diese Crewliste, die vorgibt, dass Cordula jetzt die Kapitänin ist, ich bin ja erster Offizier, sagt ja nicht, dass wir jetzt ein hervorragend arbeitendes Team sind, sondern so ein Beiträge müssen wir schon leisten, wie eine offene, vor allen Dingen dieses gegenseitige Vertrauen zu wissen. Okay, wenn ein Fehler passiert, dann spricht ihn einer von uns beiden an, also am besten der den Fehler zuerst bemerkt. Dann machen wir, dieses Wir-Gefühl, das Beste draus, weil wir haben einen Flugauftrag. Und das Wir-Gefühl, der Auftrag, dieser Sicherheitsgedanke, der verbindet uns. Und das muss auch in der Realität passieren. Also das darf sich nicht auf den Simulator beschränken. Das ist ganz, ganz wichtig. Gehen wir vielleicht jetzt mal in die Realität. Gehen wir an Bord des Flugzeuges. Faktor Mensch im Vordergrund, aus dem Risikofaktor den Sicherheitsfaktor Mensch zu machen. Ein Tool, was ja uns in der Luftfahrt maßgeblich verändert, das ist ja das Wort Assertiveness, also das Durchsetzungsvermögen. Mhm. Ja? Ja. Mit Respekt seine Meinung mitteilen oder eingreifen, wenn es die Situation erfordert. Wie kann ich mir das jetzt wirklich konkret oder unsere Zuschauer auch daheim, und dann nehme ich auch gleich mal die erste Frage ran, wenn wir beim Thema Hierarchie sind. Aber wie kann ich mir wirklich die Atmosphäre vorstellen im Cockpit zum Thema Hierarchie oder auch wie dieses Thema Assertiveness bei euch gelebt wird im Cockpit? Das hat sich sehr gewandelt, wirklich. Also diese Assertiveness haben wir über Jahrzehnte geschult in unseren Crew-Resource-Management-Schulungen. Ich versuche, die Co-Piloten immer wieder aufzufordern, assertive zu sein, weil sie eben die Lebensversicherung sind. Das ist natürlich, muss von beiden Seiten kommen. Also es muss auch der Kapitän zulassen. Ich finde aber, unsere Hierarchie durch die Streifen signalisiert, wer welchen Rang hat, gibt genug Hierarchie, dass man als Mensch
ruhig leben kann, assertive zu sein und das auch aufzunehmen. Aber maßgeblich ist natürlich der Kapitän verantwortlich. Ja, und natürlich wir dann, ich sag mal so in der Rolle der ersten Offiziere, weil ich der Meinung bin, es braucht eine Hierarchie, also unsere Teamarbeit ohne Hierarchie wird schwierig, aber einen ausgewogenen Gradienten. Das bedeutet wirklich erste Offiziere, die unabhängig davon, wie viel Erfahrung sie haben, weil auch hier ist ja wichtig, ne, wie viele Flugstunden braucht es denn, um assertive zu sein? Ja, eine Flugstunde. Also weil letztendlich es ist deine Aufgabe, die Verantwortung mit zu übernehmen. Denn wir arbeiten in einem, das heißt ganz gezielt zweimal im Cockpit. Da findet keine Single Woman und auch keine Single Man Show statt, sondern am Ende des Tages ist es eine gemeinschaftliche Leistung. Und deswegen habe ich es so gelernt, für mich verinnerlicht und gebe es auch so weiter in meinen Trainings. Leute, assertive sein heißt erstmal Verantwortung primär übernehmen, weil ihr habt ein Bauchgefühl, dass das relevant ist, auch beim Fliegen. Ja, wir haben viele Checklisten, aber dein Bauchgefühl ist ein Frühwarnsystem. Dann stimmt vielleicht etwas nicht. Ich kann es jetzt nicht ansprechen. Zwischen uns ist irgendein Spannungsfeld, eine Störung. Dann muss ich das einfach benennen. Und dann gibt es Dinge, die sind eindeutig. Du verletzt ein Limit oder irgendein Gate. Wir arbeiten ja viel in Regelsystemen, dann bin ich aufgefordert, es anzusprechen und darf jetzt keinen Unterschied machen, ob du vielleicht mein Flottenchef bist, ob du schon 15.000 Flugstunden hast, sondern du bist primär der Pilot, mein Kollege und offensichtlich läuft gerade was schief und ich spreche es an. Und das von Tag 1. Also das ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, und irgendwann habe ich die Erfahrung, sondern nein, von Tag 1. Nein, und das von Tag 1 und das halt ein Leben lang zu kultivieren, das kostet Überwindung. Es ist ja, ich erzähle das, ich berichte das jetzt so, seid mal assertive. Aber irgendwann muss man anfangen, es zu benennen. Und je klarer und transparenter man kommuniziert, desto einfacher ist es. Und klar, der Kapitän setzt die Grundlage im Briefing. Bevor wir abheben, es ist super wichtig, klassischerweise sollte das Team dann gebildet sein, damit wir oben performen können. Das ist ja unser Ziel. Ja. Dann frage ich dich vielleicht noch, Cordula, jetzt haben wir gesagt, ihr seid gegenseitig eure Lebensversicherung. Ja, wichtig ist, aufeinander zu vertrauen. Wir sagen, der First Officer kann den Mund aufmachen, soll den Mund aufmachen. Jetzt macht er den Mund auf. Jetzt, vielleicht sagt er durchstarten oder er sagt, I have control, was auch immer. Also greift wirklich in die Situation ein. Du erwartest das, weil du sagst, der wird seinen Grund haben oder die Leila wird seinen Grund haben. Kratzt das dann dennoch vielleicht bei dem einen oder anderen Kollegen oder vielleicht auch an dir dann am Ego, dass du sagst, stellt die mich jetzt gerade in Frage, die weiß ja gar nicht, was bei mir im Kopf ist. Oder sagst du, nee, wenn meine Co-Pilotin, die Leila, eingreift und sagt, das hinterfrage ich nicht, dann ist das so. Genau so, wie du es zuletzt benannt hast. Wenn das ist auch Bestandteil unserer Verfahren. Wenn Leila zu einer bestimmten Phase im Anflug unterhalb 1000 Fuß sagt Go Around, dann wird das nicht diskutiert. Dann wird der durchgeführt, das Durchstartmanöver, und wir starten durch. Und das haben wir wirklich in den letzten Jahren, haben wir das unseren Kollegen durch die Bank beigebracht, dass sie sich trauen, auch den Flieger zu übernehmen. Ob der Co. vom Kapitän oder der Kapitän vom Co., je nachdem, wenn Abweichungen vorhanden sind, fliegerisch, oder er der Meinung ist, das ist jetzt eine unsichere Situation, dann wird das gemacht und diskutiert wird hinterher. Da sind wir dann so fokussiert auf die Arbeit, dass wir vielleicht am Boden anfangen, mal zu reden. Und vielleicht sind die Meinungen auch unterschiedlich. Aber man lässt den Raum dafür offen. Also das ist wirklich Bestandteil unserer Arbeitskultur. Ja, und jetzt ist das für uns, und es klingt so selbstverständlich, was es auch ist, und es passt zur ersten Frage, die da lautet, wie hat man denn den Wandel geschafft, zum Beispiel in Bezug auf Hierarchien? Weil auch wir kommen ja doch auch von vielen Militärpiloten von früher etwas steilere Hierarchien. Und jetzt kommen wir so rüber, alles locker. Und klar, wenn der Co-Pilot den Mund aufmacht, dann passt das so. Na, aber jetzt, die Frage ist berechtigt. Ja. Wie hat man das geschafft in Bezug auf Hierarchien, diesen Wandel? Bei locker bin ich jetzt gerade so ein bisschen hier hin und her gerutscht. Ja. Locker will ich gerne ergänzen. Weil du locker bist, klar, wir alle. Sicherheitskultur. Ja, also das Zauberwort ist Sicherheitskultur. Und ich gehe noch eins weiter. Wir, die Sicherheitskultur leben, praktizieren im Cockpit psychologische Sicherheit. Warum? Weil wir wissen, dass das wiederum der Garant dafür ist, dass wir an der Destination oder an einem anderen Ort, der hoffentlich asphaltiert ist, sicher ankommen. Und das zeigen die letzten 40 Jahre Entwicklung in der Luftfahrt, dass es einen Gegenpol gibt zur Autorität. Die Autorität ist wichtig. Und wenn ich jetzt der Cordula, nehmen wir mal an, gesetzt den Fall, den Flieger, du hast es gesagt, den Flieger aus der Hand nehmen, das Kommando wäre Eye of Control, dann ist ja vorher noch was abgelaufen. Wir sagen, es gibt ja 3 Stufen der Assertiveness. Es ist ja nicht so, dass ich mir aus heiterem Himmel überlege, Eye of Control, zack, zack, zack. Also die Stufen gibt es und dann gibt es keinen Weg mehr raus, weil dann unsere Sicherheit wiederum gefährdet ist. Und die erfordert von mir das Vorgehen, weil kein Mensch
und auch kein Kapitän, egal mit wie viel Flugstunden, unfehlbar ist. Und ich glaube, das haben wir mittlerweile alle eingesehen. Und wir setzen uns mit Flugunfällen, mit Flugvorfällen regelmäßig in Trainings auseinander. Und durch die Bank weg heißt ausgewogener Cockpit-Gradient, dass wir jetzt nicht eine Hab-dich-lieb-Kultur leben im Cockpit und dass wir nur auf Harmonie aus sind, sondern wir sind miteinander professionell im Umgang. Also jederzeit, wenn ein Eye of Control kommt oder ich auf einen Fehler angewiesen werde, sage ich im Nachhinein erstmal Danke und dann können wir diskutieren. Das ist so. Genau, das ist wirklich ein Thema, was wir gelernt haben. Ja, es ist eine Feedback-Kultur, das hat aber auch gedauert. Ne? Du sagst mittlerweile, und wir reden schon von 20 Jahren, die das einfach gedauert hat, bis das in der Generation angekommen ist, in der wir jetzt arbeiten. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man das auch mal erwähnt, auch bei uns, es hat gedauert. Es geht nicht von heute auf morgen, das braucht auch Zeit, genauso wie es Zeit braucht zu verstehen, wie wichtig interpersonelle Kompetenzen sind. Auch das macht nicht immer Klick, genauso wie diese Woche erstmal verarbeitet werden muss, was wir alles gelernt haben. Gehen wir vielleicht jetzt mal in die Richtung herausfordernde Situationen. Klar, jetzt sind wir natürlich mittendrin mit Covid-19 in einer herausfordernden Situation. Der Winter steht auch wieder vor der Tür. Ja, viele Verspätungen, genervte Passagiere, kurzfristige Anpassungen, Enteisen. Auch soll es mal geben, dass es technische Probleme gibt. Grundsätzlich wird alles trainiert. Aber dennoch, Laila, du hast auch im Gespräch davor mal erzählt, dass du selber schon mal einen Triebwerksausfall hast. Eine bekannte, aus dem Simulator trainierte Situation. Dennoch das Potenzial, die Sicherheit des Flugzeuges massiv zu gefährden. Ja. Wie hast du das als Pilotin erlebt und wie hat das auch deine Crew erlebt? Also habt ihr das auch aufgearbeitet? Erzähl mal von der Situation. Ja, also das war nicht die, also wenn du jetzt von den Schlimmsten so die Best-of, ne, dann ist es not the Best-of, aber also wir wollen an der Stelle noch mal erwähnen, Fliegen ist total sicher. Nein, aber wie habe ich es erlebt? In dem Moment, in dem, ich sag mal, der Flieger mit uns kommuniziert, ja, das ist der Triebwerksausfall war klar, es gibt eine Asymmetrie, das war direkt nach dem Start, dann funktionieren wir, dann sind wir A in unserer Rolle, es gibt den Pilot Flying, es gibt den Pilot Monitoring, unabhängig davon, wer Kapitän und erster Offizier ist. Und dann arbeitet man seine Verfahren ab und wenn es kein Verfahren gibt, dann gilt für uns erstmal Fly the Airplane. Nichts ist wichtiger als Fly the Airplane, weder mit den Passagieren kommunizieren, noch mit der Flugsicherung. Und das hilft oftmals, Ruhe ins Schiff zu bringen, weil das Schlimmste, was dir passieren kann, du bist mit einem Problem konfrontiert, das du nicht wirklich antizipiert hast und dann wirst du noch in dieser Stresssituation nervös und dann bist du eigentlich nicht mehr weit von der Handlungsunfähigkeit entfernt. Das heißt, was ich empfunden habe, ist, wir haben eine klare Rollenverteilung gehabt. Ich habe gesagt, IF Control, weil ich war am Fliegen. Der Kollege wollte, dass ich erstmal weiterfliege. Er hat gefunkt, als es dann Zeit wurde zu funken. Wir haben uns kurz abgesprochen. Da gibt es, wenn man einen Triebwerksausfall nach dem Start erlebt, eine Canned Decision. Also so dieses kann ich eigentlich wieder an den Platz landen, an dem ich gestartet bin. Hochprofessionell, alles so funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben. Die eigentliche Arbeit begann dann nach der Landung. Weil, ja, sobald diese Cockpit-Tür sich öffnet, hast du Fluggäste, die unter Umständen beunruhigt sind, eine Kabinenbesatzung, der du ein Debriefing geben musst, die Situation technisch erklären musst und eventuell sogar betreuen musst. Einfach mal unsere Perspektive und dann die Flugsicherung, die mit dir spricht, die Unfalluntersucher, die vielleicht kommen. Aber kurzum, es wird aufgearbeitet, es wird drüber gesprochen und es hat mich dann keinen weiteren Tag später beschäftigt, sondern bestärkt darin, wow, es funktioniert, das Training und ist gut. Und wir sind vorbereitet. Und wir sind vorbereitet, klasse. Vielleicht spielen wir das Ding noch weiter mit der Cordala. Also sicher gelandet, ja, nächste Flug, und es kann ja auch eine andere Situation sein, aber die Situation ist gehandelt, nächste Flug steht im Endeffekt an, ja. Und natürlich, mit Fliegen verdient man Geld. Jetzt geht es aber der Crew vielleicht doch nicht so gut oder jemand hat Redebedarf. Sagst du dann, so, ab, funktionieren, nächster Flug steht an, wir müssen Geld verdienen. Oder sagst du, ja, dann fällt halt der Flug jetzt mal aus oder wird verspätet. Du hast die Entscheidung als Kapitänin. Wie ist das? Da haben wir inzwischen wirklich viel bewirkt. Wir haben in der Luftfahrt das Verständnis, dass wir sagen, die ganze Crew muss an Bord sein. Und wenn sie es mental auch nicht ist, aufgrund eines Ereignisses, was belastbar war für sie, dann können wir die Crew auch aussortieren. Dann können wir sagen, wer ist von euch belastet? Deswegen haben wir eingeführt, ein operationelles Debriefing mit unserer Crew immer durchzuführen. Und am Ende dieses operationellen Debriefings, wenn jemand sagt, also mir geht das noch nach. Ich habe in dem Moment an alles Mögliche denken müssen, als das Triebwerk ausfiel. Ich hatte Todesangst etc., dann kann man sagen, okay, dann gehst du jetzt besser nach Hause und wir holen Ersatz für dich.
bis zu die ganze Crew ist so belastet, dass der Flug wirklich ausfällt. Und das Verständnis ist da. Und das ist auch in den letzten, 20, 25 Jahren erst in die Köpfe wachsen müssen. Und da ist es aber reingewachsen und inzwischen ist es auch selbstverständlich, dass wir so vorgehen können. Und das wird von unserer Firma unterstützt. Das ist vielleicht jetzt schon wieder so ein Punkt, weil es steht auch eine Frage da, die Luftfahrt ist nicht mit der Medizin vergleichbar. True or false steht da. Ich glaube, wir könnten da jetzt stundenlange darüber zu diskutieren und aufzeigen, was wir gemeinsam haben und was nicht. Aber de facto haben wir nicht gemeinsam, dass ihr euch die Zeit nehmen könnt, dass es vorgeschriebene Zeiten für Briefings und Debriefings gibt, was es in der Medizin einfach nicht gibt. Aber vielleicht mal das Statement an euch. Was sagt ihr? Luftfahrtmedizin vergleichbar? True or false? Ja, vergleichbar. Also ich würde uns jeweils beide, also die Mediziner und uns, einer Organisation zuordnen. Das ist die sogenannte High Reliability Organization. Klingt komplett kompliziert, ist es nicht. Also wir arbeiten auf einem hohen Zuverlässigkeitsniveau, weil wenn wir im Umfeld unterwegs sind, da sind wir mit Bedrohungen konfrontiert, mit unserer eigenen Leistungsfähigkeit, die nicht immer linear ist und das zusammen dazu beitragen kann, dass die Sicherheit gefährdet ist und deswegen jedes Mal darum bemüht sind, durch eine Teaminteraktion, durch alle Kompetenzen, jetzt wenn wir die nochmal erwähnen, prozedural, technisch und interpersonell, diese Sicherheit auf einem hohen Niveau zu halten, damit Menschen uns vertrauen und bei uns wieder einsteigen. Wir haben ein Sicherheitsziel, das ist 10 hoch minus 8 bei Lufthansa. Heißt übersetzt ein Totalverlust alle 100 Jahre. Das ist so das Maximum, was wir uns erlauben wollen. Und das ist in der Medizin ähnlich. Ich gehe davon aus, dass die Patientensicherheit, die sichere OP, beziehungsweise alles, was mit Sicherheit einhergeht, das vorrangige Ziel ist. Und da ziehen ja alle an einem Strang. Und ich denke, das verbindet uns. Ich empfinde das genauso. Also ich sehe es auch so, dass sie vergleichbar ist, die Luftfahrt mit der Medizin, besonders in dem Bereich des Interpersonellen, die Zusammenarbeit, die Unwegsamkeiten. Wir haben ja die Gelegenheit, mit den Medizinern auch zu trainieren, die Interpersonal Competence Trainings. Und da fällt immer wieder auf. Ich bin schwer beeindruckt, ob der Vielfalt der Unbekannten, die die Mediziner doch haben, weil sie ja doch jeden Tag nicht wissen, welche Operationen stehen. Es stehen welche an, aber es gibt ja auch viele unerwartete Operationen, die dazwischen kommen oder Patientenverläufe, wogegen ich bei uns in der Luftfahrt das Gefühl habe, es ist routinierter und es gibt zwar immer wieder Unbekannte, aber nicht so viele und bin jedes Mal schwer beeindruckt, was für ein Workload-Management Mediziner im ganzen Bereich an den Tag legen. Mhm. Und da können wir auch voneinander lernen. Ich denke aber, was das Interpersonelle, was die Kommunikation angeht, können wir viel weitergeben und uns durchaus vergleichen. Mhm. Jetzt hast du schon das Thema Workload angesprochen, wo wir auch von der Medizin oder ihr von der Medizin lernt. Du hast ja auch, oder ihr habt es ja schon angesprochen, ihr seid beide IC-Trainer, also ihr macht auch die Trainings für die Medizin. Habt da schon einige Trainings hinter euch gehabt, schöne Erlebnisse gehabt, wie wir alle, die diese Trainings machen. Du hast gesagt, Workload hast du schon gelernt. Leila, hast du auch so ein Aha-Erlebnis mal gehabt in einem dieser Trainings, wo du zum einen gesagt hast, boah, spannend, Faszination oder auch, da habe ich auch wirklich was für mich mitgenommen. Ja, also eigentlich, es geht in die gleiche Richtung. Ich nenne es halt Belastbarkeit, also diese hohe mentale und körperliche Belastbarkeit. Also ganz gezielt auch im chirurgischen Bereich körperlich und dann das Niveau hier oben, das Anspruchsniveau. Ne? Also auch bei der, achten OP, wenn ich weiß jetzt nicht, ob das realistisch ist, aber am Tag immer noch die gleiche Leistung abzurufen, weil es liegt erneut ein Menschenleben dort, das vielleicht gerettet werden möchte. Also das fand ich beeindruckend, denn wir nehmen uns ja gezielt dann nach Vorfällen oder selbst wenn es mal schwieriges Wetter war, also Sturm Kyrill, vielleicht erinnert sich jemand dran, hat Deutschland so ein paar Tage lahmgelegt, dass man sich danach Zeit nimmt, mal Luft holt, diese Situation bespricht und dann wieder fliegen geht, die Möglichkeit haben Mediziner nicht. Da gibt es nicht Luft, da habe ich das Gefühl, es piepst wieder und es ist wieder ein Notfall. Der sucht sich halt nicht die Tageszeit aus und dann, und das hat mich beeindruckt. Also um es jetzt auf den Punkt zu bringen, dieser mentale Reset, den Mediziner praktizieren, sich neu auf die Situation einzustellen und zu sagen, okay, das ist jetzt Vergangenheit, es liegt zwar nur 2 Minuten zurück und jetzt fokussiere ich mich auf einen neuen Menschen, auf einen neuen Auftrag. Ja. Das ist bei uns so ein bisschen anders. Ja. Da ist mehr Luft. Ja. Ja. Das große Thema, was wir heute gesagt haben, ist der Faktor Mensch. Habt ihr vielleicht auch nochmal so ein Beispiel gerade parat, das aufzeigt, wie toll es einfach ist, auch mit Menschen an Bord als Team zu agieren und was der Faktor Mensch auch alles leisten kann? Also irgendein
wirklich, wo ihr sagt, hey Mensch, das hat uns als Menschen, als Crew wirklich ausgezeichnet. Habt ihr da ein schönes Beispiel für unsere Zuseher daheim? Ich hätte eins. Hast du eins? Ich hätte eins. Mehrere. Ja! Also zumindest ich starte mal mit einem. Das ist schon ein paar Jahre her. Werde ich aber nicht, da es mich geprägt hat, nicht vergessen. Flug von Frankfurt nach Paris. Man könnte meinen, unspektakuläre Strecke. Sind eigentlich auch nur knapp 50 Minuten Flugzeit. Die hatten es aber in sich. Ich war mit einem frisch ausgecheckten Kapitän unterwegs. Also was heißt das? Der hatte sein Kapitänstraining abgeschlossen, hatte so seinen ersten Einsatz als Kapitän ohne Ausbilder. So, wir fliegen nach Paris, haben die Wettervorhersage gecheckt, sollten da am frühen Abend landen. Wettervorhersage war für den Zeitpunkt, und wir gucken ja immer nur so, ne, Landung plus minus eine Stunde, völlig einwandfrei. Und die Gewitter waren erst für die späte Nacht vorhergesagt. Ausrufezeichen. So. Wir kommen in Paris an, wir fliegen so Richtung Paris, leitet man ja auch recht zeitnah den Sinkflug ein. Und ich habe zu meinem Kollegen gesagt, sag mal, da vorne, da ist eine dunkle Wand. Und er, ja, aber die Gewitter sollen doch eigentlich erst um Mitternacht kommen. Ja, ein Wetterradar eingeschaltet, wir haben ja so ein kluges Gerät, das scannt den Luftraum ab. Ja, und plötzlich hatten wir eine Line. Also nicht nur eine Gewitterzelle, das nennt sich im Fachjargon Squall Line. Und diese, das waren Türme. Und dann ging es, die letzten 15 Minuten des Fluges waren leicht turbulent, also nicht nur aufgrund des Wetters, sondern auch Paris war unser Flugplatz, Charles de Gaulle, und der Ausweichflughafen war Le Bourget. Und der nächste Flughafen, für den hatten wir noch nicht mal Sprit eingepackt. Man hatte jetzt ja auch mal Tank nicht voll. So, wir haben Teufelsküche. Paris sagt, okay, Airport is closed. Und wir gucken uns beide an und sagen, ja wie, und Le Bourget ist auch closed. Und wir können nicht zurück nach Frankfurt fliegen. Le Beauvais wäre ja auch noch ein Platz. Also es spitzt sich, also ich rede jetzt bewusst schneller, es spitzte sich plötzlich alles zu. Ich merkte bei ihm Schweißperlen auf der Stirn, bei mir Schweißperlen auf der Stirn. Dann die Kommunikation mit Paris. Pariser sind nett, aber das war verdammt schwierig. Ne? Lufthansa und ich so, no, we have to land. Und ich so, okay, we tell you now our intentions. Ja? Und du siehst, wie die Spritreserve immer weniger wird, immer weniger. Wird, ne? Und dann hat sich dann irgendwann eine Lücke aufgemacht. Paris hat 4 Landebahnen und du hast drumherum haben wir diese Gewitterzellen gehabt. Wir hatten Elmsfeuer im Cockpit, wir hatten Blitzschlag, da gibt es einen heftigen Knall im Cockpit. Wir haben mitbekommen, dass hinten Unruhe war, Menschen, die Ängste bekommen haben. Und wir hatten ein Spritproblem und ein Wetterproblem und mussten diese Kiste landen. Und sind dann, also haben uns dann entschieden, obwohl der Flugplatz gesperrt war, mit einem Mayday-Call auf der sogenannten 26 Left, werde ich nie vergessen, die südlichste Bahn in Paris zu landen, weil wir eine Lücke gesehen haben. Wir hatten zu dem Zeitpunkt 25 Minuten Sprit in den Tanks. Wir wussten, durchstarten wird schwierig, weil auf 12 Uhr ist wieder ein Turm, also sprich Gewitterzelle, und die Landung muss sitzen. Er hat die Landung gemacht, es hat auch geklappt. Ich erinnere mich auch an den Moment, er hat die Cockpit-Tür geöffnet, große Panik hinten. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Kotztüten in Benutzung gesehen. Menschen sind ausgestiegen, haben sich vor uns verbeugt. Oh, thank you very much, we survived. Ja. Es war ein Erlebnis, das mich geprägt hat. Er hat erstmal das Hemd gewechselt, er musste sich ein frisches Hemd aus dem Koffer holen und dann haben wir ein operationelles Debriefing gemacht, haben in Frankfurt auch angerufen, mit der Flugsicherheitsabteilung gesprochen. Also 50 Minuten Flug und das Ganze aufgearbeitet und es, ich spüre es jetzt noch, das ist nicht schön, wenn dir die Spritanzeige zur Neige geht. Und wir waren gut vorbereitet, aber wir wussten nicht, wie wir aus dieser komischen Ecke wieder rauskommen. Aber ich glaube, das ist ganz spannend. Zum einen ein sehr ehrlicher Einblick in diese Situation, was von vielen ja draußen gar nicht wahrnehmen, was das wirklich dann auch bedeutet im Cockpit, ja. Aber gleichzeitig, wie du es auch sagst, wir konnten es meistern aufgrund unserer Skills, unserer Persönlichkeit. Und am Ende seid ihr sicher gelandet. Und ohne das viele Training wahrscheinlich wäre es vielleicht anders ausgegangen. Ja. Cordula, noch kurz vielleicht fast ein schnelles für uns, weil wir neigen uns leider schon dem Ende. Hast du ein schönes Beispiel noch? Ich würde es gern im Großen zusammenfassen. Ich erlebe zum Beispiel in der jetzigen Zeit, Fliegen ist anders. Also auch für uns ist derzeit Fliegen Endzeitstimmung, muss ich wirklich sagen. Unsere Arbeitsbedingungen sind anders. Wir tragen Maske an Bord. Die Passagiere müssen Maske tragen. Die Flughäfen, auf denen wir landen, die sonst überfüllt waren, sind leer und man fühlt sich wirklich wie in irgendeinem Krimi. Und da finde ich es besonders wichtig, die Crew zu führen und eine Stimmung an Bord zu verbreiten, die es allen möglich macht, sich halbwegs sorgenfrei zu bewegen. Und da merke ich, was es ausmacht, wenn man jetzt wirklich diesen Moment auch nutzt, seine Crew gut zu führen.
auf irgendeine Art und Weise, ob durch die Maske, durch die Worte, die man spricht, und ich merke, da ist unendlich Spielraum. Und wenn ich dann den Flug beende mit meiner Crew, dass ich dann wirklich von der Kollegin, von meinen 14 Mann, mit denen ich unterwegs bin, dann von der Kollegin von der hintersten Galley, die ich eigentlich die 10 Stunden nicht sehe, hinterher bekomme, Mensch, ich habe mich so wohl gefühlt, ja. Ihr seid ein tolles Cockpit, du machst das großartig. Und ich frage mich da manchmal, warum, aber ich merke, dass es einen riesen Impact hat auf die gesamte Besatzung und auch auf die Passagiere, in diesen Zeiten zu fliegen. Und so kann man das mit jeder Situation irgendwie meistern. Dann kann kommen, was will. Ja, genau. Genau, wenn man vorbereitet ist. Also, ihr zwei, es war mir eine Ehre, dass ihr beide da wart. Wir haben einen tollen Einblick bekommen. Ja, in das Leben von zwei Pilotinnen, die aus Leidenschaft das Ganze machen. Ich hoffe, wir haben aufzeigen können, wie wichtig dann doch wiederum das Training, die Kompetenzen sind, wie schön so ein Job sein kann auch, ja, das sparkt in euren Augen. Und leider muss ich sagen, es war das letzte Mal, ja, in dieser Woche aus dem Beach-Studio. Ich möchte mich an der Stelle auch bedanken, wirklich bei Rimasys für die tolle Woche und danke vor allem, dass ihr erkannt habt, wie wichtig der Faktor Mensch ist, wie wichtig das Team ist und dass es ohne Human Factors nicht geht. Aber nur weil wir diese Woche nicht mehr senden, heißt das nicht, dass es das war mit dem Faktor Mensch oder interpersonellen Kompetenzen. Nun liegt es an Ihnen, die hoffentlich diese Woche neuen Erkenntnisse umzusetzen. Tun Sie das für sich, tun Sie das für das Team und vor allem tun Sie es für Ihre Patienten. Bleiben Sie gesund und nur gemeinsam können wir gestärkt in die Zukunft gehen. Vielen Dank.